Europa-Premiere in der Asklepios Orthopädischen Klinik Lindenlohe. In dieser Woche implantierte der ärztliche Direktor Professor Heiko Greichen mit seinem Team erstmals ein neues Knierevisionssystem. Internationale Gäste, Chefärzte aus Malaysia und Singapur sowie Vertreter des Endoprothesenherstellers verfolgten den erfolgreichen Eingriff. Mit über 600 primären Knieendoprothesen und rund 100 Revisionen pro Jahr zählt Lindenlohe zu den renommierten Endoprothetikzentren in Deutschland. Sowohl die Klinik als auch der Chefarzt sind seit Jahren für ihre hervorragende Arbeit in den Fokus-Bestlisten geführt. Well, Professor Greichen is world famous and is very renowned for his hip and knee surgery. Revisionsoperationen, also der Ersatz eines bereits ersetzten Gelenkes, sind in der Regel komplexer als primäre Implantationen. Gute Planung der Eingriffe, die Erfahrung des Operateurs, die ständige Weiterentwicklung der Prothesen sowie der technischen Hilfsmittel im Operationssaal sind wichtige Voraussetzungen für die Verbesserung der Patientenversorgung. Ich war halt bei der Entwicklung der Instrumentarien mit beteiligt und dann gibt es so eine Gruppe in Europa von ungefähr 20 Leuten, die jetzt seit dieser Woche das Ganze zur Verfügung haben und wir waren jetzt zufälligerweise die Ersten. Dann werden wir ein Feedback geben, ob das sozusagen für den allgemeinen Markt Sinn macht. So wie es jetzt aussieht, sehr wohl, ja. Das Besondere am neuen System ist, dass sie es wirklich für alle anatomischen Fehler oder Varianten, sagen wir es mal besser, einsetzen können. Also sie haben eine hervorragende Möglichkeit, gerade in der Revision, wo sie unterschiedliche Defektgrößen an unterschiedlichen Stellen haben, wo sie reagieren müssen, und sie können individuell die Anatomie wiederherstellen. Und das ist wirklich ein großer Fortschritt gegenüber den alten Systemen. Dass Professor Greichen als erster Operateur in Europa das Revisionssystem einsetzen konnte, in dessen Entwicklung er eingebunden war, ist Bestätigung für die konsequent gute Leistung. Die Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe blickt nach vorne auf den nächsten Meilenstein: die Eröffnung des neuen, hochmodernen Operationstraktes Mitte nächsten Jahres.